Hallo Freunde, willkommen zur nächsten Folge von Everspace 2. In vielen Spielen ist das so, dass du, wenn du irgendwelche Herausforderungen oder sonstigen Kram da findest, dass du oft denkst, ja, geschenkt, weißt du, da kannst du mich mit jagen mit so einem Mist. Die Sache ist aber, es gibt hier zum Beispiel solche Sachen wie, dass ich hier freigeschaltet habe und hier gibt es das auch im Zeto-Erkundung. Besuche alle Regionen, schließe 10 lokale Herausforderungen ab, bla bla bla, was bekomme ich für den Mist? Und am Ende soll ich noch eine Sonne ranfliegen. Das Schöne bei dieser Geschichte ist, du bekommst hier zum Beispiel bei aktivierten Autopilot, kannst du die Zeit vorspulen, während du durch das Zeto-System reist. Also, ich würde damit sagen, diese kleinen Herausforderungen, die es hier gibt, die lohnen sich zum Teil echt, die einfach nebenher zu machen. Also ihr könnt euch die einstellen, dass ihr die halt immer seht. Wie zum Beispiel hier ist Outlaw-Jagd, das ist aktuell noch drin bei mir. Da soll ich noch 10 Drohnen mit einer Raketenwerfer beschießen. Und als Vorteil bekomme ich dann, ich kriege ein bisschen was geschenkt, ganz schön, ganz toll. Aber das Entscheidende ist halt, Rabatt auf alle Ausrüstungsgegenstände bei fliegender Händlerin. Zum Beispiel ist ganz nett. So kleine Sachen, die kann man sehr wohl auf jeden Fall mitnehmen. Man sieht auch immer hier, also was zum Beispiel haben wir hier, fortschrittliche Kriegsführung, zerstöre einen Gegner, der von 3 oder mehr negativen Zuständen betroffen ist. Da müsste ich erstmal einen Gegner dementsprechend mit zuballern, zerstöre mit einer Mine 2 Drohnen auf einmal und da gibt es ja auch wieder irgendwelche netten Geschichten. Und der Rest ist natürlich noch gesperrt, der wird erst in den nächsten Gegenden freigeschaltet. Schließe ein Hochrisiko ab, ohne eine Primärwaffe abzufeuern. Schließe alle ein Hochrisikogebiet ab, ohne eine Routine oder die URT einzusetzen. Ohne Schaden eine Schusshülle zu nehmen. Das habe ich echt geschafft. Na cool. Schließe ein Hochrisiko ab, ohne weder Schild noch Panzerung ausgerüstet zu haben. Okay. Was gibt's denn für den Mist? Es gibt Triebwerksfarbe, Kräuterlikör. Toll. Und dann gibt es noch eine Elite-Sache. Die ist immer noch gesperrt. Die sieht man dann nicht. Hier ist es auch noch. Ja gut, auf jeden Fall gibt es halt diese netten Sachen, die man da noch abkassieren kann. Also die Herausforderung. Müsste mal überlegen, ob wir das machen wollen oder nicht. Jetzt fliegen wir noch hier an die Sonne ran. Annäherungsalarm. So, das hätten wir dann auch. Schnell wieder raus, sonst gibt es einen Knall und wir sind weg. Und dann können wir jetzt hier wieder zurückfliegen. Und jetzt drücken wir Shift gedrückt und können vorspulen. Wir können auch eigentlich erstmal, obwohl ich wollte eigentlich die Ware wegbringen, aber ich glaube, dass wir gleich ins nächste System dürfen. Ich weiß nicht, viel dürfte uns eigentlich nicht mehr im Union-System erwarten, denn ich habe das komplett abgegrast. Und da gab es noch ein paar Nebenmissionen. Eine ist ganz nett mit dem Bloodstar. Da kriegt ihr auch am Ende das Bloodstar-Siegel und dann habt ihr auch diesen Schriftzug, wenn ihr wollt, auf eurem Schiff. Da steht es jetzt, Bloodstar. Müsst ihr euch aber richtig entscheiden für Bloodstar, so gesehen. Logo kriegt ihr dann auch hier so ein kleines. Die Bloodstars sind gar nicht so übel anscheinend. Sind nur auf den falschen Weg gegangen, abgekommen. Der falsche Pfad. Sind auf die schiefe Laufbahn geraten, könnte man noch sagen. Und Schuld daran hat unter anderem Gasmaske, aber das werdet ihr dann selbst herausfinden. Es gibt halt ein paar nette kleine Nebenmissionen. So, wie ihr seht, ist hier alles abgehakt. Ich war überall. Ob sich das jetzt auf die nächsten Systeme auch so ausdehnen wird, das heißt, ob ich das dann überall machen werde, das lasse ich mal dahingestellt. Ach so, die eine Nebenmission übrigens. Uhuhu, was ist das denn? Also, wenn ihr die Nebenmissionsreihe gemacht habt mit Kato, das heißt, oh, ich kriege hier noch Belohnung. Hier, Expresszustellung. Noch 5 Stops. Zeugen der Zeit war was anderes. Fachkräftemangel. Also diese Sache auf jeden Fall. Das ist dann mit diesen, Daryl Clockworth ist seine Freundin, die er wohl nicht zugeben will, aber naja, und diesen Mr. Kato, der da sein Casino hat. Wenn ihr das durchgezogen habt, diese Geschichte, dann bekommt ihr als Belohnung das Ding. Blutrote Sonne. Im ersten Moment dachte ich so, denn ich habe durch den Rang Ansehen, habe ich hier bei Elite, habe ich ja unter anderem das Ding hier bekommen. Und wenn ich die beiden miteinander vergleiche, dann sieht man schon, dass die andere Flak mehr Damage raushaut. Die ist einfach geil. Kinetischer Schaden geht um geht die Schilde, Panzerung gegen Schilde, erhöhter Schaden gegen Einheit mit einer höheren Stufe als deine eigenen.
Diese blutrote Sonne ist aber cool, weil die halt direkte Treffer erzeugen eine Supernova-ähnliche Explosion, die 100% erhöhten Schaden verursacht. Burner. Das Ding ist der Hammer. Aber der Energieverbrauch ist ziemlich hoch, wie man sieht, ne? Also die wird sich, glaube ich, schneller entladen. Kapazität ist auch höher. Feuerrate ist aber niedriger. Also das Ding ist so ein bisschen... Ja, aber ich werde es ja erstmal ausgiebig testen. Zoom. Zoomi Boomi. So. Du hast mich also wiedergefunden. Hör zu, ich will nur reden. Wo ist Dax? Wo ist seine Leiche? Ich habe ihn bei der Rodia-Station begraben. Die Basis? Also weißt du... Nicht schießen, ich will dir was zeigen. Ich werde jetzt an meinen Gürtel greifen. Langsam. Sein Biochip, woher weiß ich, dass du ihn nicht dafür umgebracht hast? Wir sind zusammen geflohen. Ich habe ihm geholfen, die Basis zu reparieren, während er versucht hat, dich zu erreichen. Her damit! Du hast mich erwischt. Ich bin wohl nicht mehr so beweglich wie früher. Ja, ja, ganz sicher. Wie wär's, wenn ich jetzt die Fragen stelle? Wohin führt dieser Chip? Er hat es dir nicht gesagt? Dex hat gesagt, es wäre eine einmalige Gelegenheit. Und dieses Ding, was du hier zusammenschraubst, sagt mir ganz klar, dass es um eine Menge Viridium geht. Ganz ruhig. Hast du eine Ahnung, was die Ocker tun, wenn sie erfahren, dass wir auch nur über Viridium reden? Das ist strengstens verboten. Arbeiten wir jetzt zusammen oder nicht? Was machst du da? Naja, du wirkst wie ein anständiger Kerl. Komm nach oben und lass uns in Ruhe reden. Entweder zum schlechtesten oder zum besten Zeitpunkt gekommen. Da bin ich mir nicht sicher. Aber ich könnte gerade tatsächlich einen Verbündeten brauchen. Die Ocker stehen praktisch schon vor meiner Tür. Und auch G&B scheinen mir langsam auf die Schliche zu kommen. Es sieht nicht gut aus. Trink einen Schluck. Der Pilot, der Dex erledigt hat, flog ein G&B-Schiff. Keine wirkliche Überraschung. Um ehrlich zu sein, sind gerade alle hinter mir her und die Situation hier verschlechtert sich rapide. Die Ocker sind ziemlich gereizt. Ja, ich weiß und ich kann nicht starten. Wenn die Wind von meiner Ausrüstung bekommen, bin ich erledigt. Aber du bist ja nicht umsonst hier. Wie ist dein Plan? Naja, mein Plan endet hier. Verdammt, ich hatte gehofft, du hast eine Idee. Mal ehrlich, dieses Viridium... Ist es das wert? Oh ja, ich warte seit Jahren darauf. Eine Bohrung und wir haben ausgesorgt. Du musst also diesen Frachter hier rausbringen, ohne dass die Ocker es merken. Ich lass mir was einfallen, um dich rauszuschleusen. Du wirst einer der reichsten Männer der Galaxie sein. Du hast also Jahre damit verbracht, diesen Frachter zu bauen. Ja, während Dex auf der Basis war und Däumchen gedreht hat. Aber das war alles Teil des Plans, um das Team zu trennen, bis die Zeit reif war. Wer ist noch in deinem Team? Darüber brauchst du dir jetzt keine Sorgen zu machen. Wenn du mich nicht von dieser Station holst, ende die Geschichte eh hier.
Ich sag's nur ungern, aber das wird nicht einfach. Du fliegst mit Viridium-Bohrtechnik. Die Orca riechen sowas schon aus Lichtsekunden Entfernung. Du scheinst dich damit gut auszukennen. Hast du eine Idee, was man dagegen tun kann? Naja, die einzige Möglichkeit, die Orca zu täuschen, wäre, die sensorischen Informationen des Frachters zu verschlüsseln. Optik, chemische Zusammensetzung. Es muss sogar nach billigem Stahl schmecken, wenn du dran leckst. Du brauchst sowas wie einen Materialverschlüsseler. Stimmt. Du weißt schon, dass es so eine Technik nicht gibt. Zumindest nicht hier draußen. Nicht ganz. Es gibt mindestens eine Person, die solche Dinge entwirft. Aber sowohl Kato als auch ich haben immer vermieden, mit ihm Geschäfte zu machen. Ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Hey, du bist gut darin, Leute zu nerven. Du hast sogar mich dazu gebracht, mitzumachen. Dieser Typ hat eine Station nahe dem Eisplaneten Volta. Folge diesen Koordinaten und du findest sie. Ich hoffe, ich kann dir da vertrauen, Maddox. Wie ich schon sagte, es lohnt sich. Ja, schön. Ich würde mal so langsam in Frage stellen, was überhaupt die Motivation unseres Piloten ist. Irgendwie habe ich das verdaddelt. Was war nochmal seine Motivation? Wieso macht er das alles hier? Wieso ärgern wir uns mit diesen ganzen Leuten hier rum? Ja, unsere Kohle ist auch stark angestiegen, wie wir hier sehen. 238.000. Wer weiß, vielleicht können wir schon bald das nächste Schiff kaufen. Ich fliege ja schon die ganze Zeit nur die Drohnenbomben hier. Den dicken Drohnenkiller. Alec, empfängst du mich? Ich war auf Avonrest. Was? Echt? Ich war überrascht, auf die Coalition zu treffen. Sie scheint dort jetzt das Sagen zu haben. War das nicht mal deine Gang? Damals, als sie noch eine Gang waren? Ja, sie haben sich verändert und sind Händler geworden. Ich hatte ein ernsthaftes Gespräch mit der Chefin der Coalition. Zumindest nannte sie es so. Und wir waren uns einig, dass meine Fähigkeiten woanders besser aufgehoben sind. Mhm. Ihr habt euch also im Guten getrennt? Naja, sie hat lächelnd zum Abschied gewunken. Also würde ich sagen, ja. Teile meiner Verwandtschaft leben immer noch auf dieser Station. Gemeinsam mit ein paar sehr guten Leuten. Viele sind pleite, gestrandet und können nicht nach Hause. Hey, warum grüßt du sie nicht von mir? Das werde ich. Ich muss aber erst noch ein paar andere Sachen erledigen. Immer beschäftigt, dieser Mann. Das respektiere ich. Irgendwie habe ich das Gefühl, die kann Alec nicht leiden, so wie jeder andere auch nicht. Alec ist der Judger Binks von Everspace 2. Raum gesprungen sind? Falls es hier eine Raumstation gibt. Meine Gezahnte. Erkennen nichts. Guten Tag, Adam Roslin. Es ist schon eine Weile her, dass ich einen Klon zu Besuch hatte. Okay, das gefällt mir schon mal gar nicht. Was gefällt dir nicht? Eine getarnte Station, voll cool. Die auch schon spiegelt. Oh ja, guck mal. Sah das auch nur so aus oder wird das schon wirklich so ein bisschen vernünftig gespiegelt? Na, so ein bisschen, ne? Na gut, ich glaube, hier ist kein. Also, ich bezweifle ganz stark. Nein, habe ich ja in der Grafikoption nicht erfunden. Das sähe natürlich noch cooler aus, wenn hier Raytracing drin wäre. Aber ja, ist schon schick gemacht. Also gut, Hive, konzentrier dich. Lass deine Sensoren nochmal laufen. Was ist das hier für ein Ort? Größtenteils ist es nur Schall und Rauch. Ich brauche nur mit der Hand zu winken. Meine Sensoren übertakten. Und schon ist es weg. Du kannst mich Fallen Pengo nennen. Wie kann ich dir helfen, Adam? Schluss mit den Spielchen. Lass mein Schiff in Ruhe. Und woher zur Hölle weißt du von mir? Dein Geheimnis gehört eher zu den kleineren Geheimnissen der DMC. Zum Beispiel die koloniale Flotte. Sie können keine Haftbefehle für dich ausstellen, da niemand wissen soll, dass du existierst. Aber sie reden trotzdem viel über dich. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Man könnte sagen, dass ich einfach gerne den Wellen lausche, die über den Äther rauschen, während ich an meinen Geräten bastle.
Als ob man einfach das Radio einschalten und verschlüsselte Flottengespräche hören könnte. Du bist ein Hacker, hm? Wer weiß noch von mir? Das hängt davon ab, warum du den weiten Weg hierher zu mir gekommen bist. Ich suche einen Materialverschlüsseler. Für wen? Kann ich nicht sagen. Wie du mir, so ich dir. Gut gemacht. Ich kann dir eine Version für 20 Credits anbieten und eine für 2 Millionen. Beide machen genau das Gleiche. Wo liegt dann der Unterschied? Der billige wird von einem Drittanbieter gesponsert, damit ich über die Zeit die Kosten für die seltenen Komponenten wieder reinbekomme. Der andere kostet genau das, was er wert ist. Er ist mir auf jeden Fall keine 2 Millionen wert. Natürlich nicht. Dann entferne ich ihn einfach aus meinem Sortiment. Besorgt den Materialverschlüsseler beim abgelegenen Station, hä? Was soll das? In der gesunden Galaxis gibt es unzählige Geräte, die ein Schiff auf Schmuggelware untersuchen. Aber nur eines, das sie alle überlisten kann. Hier ist das Hardware-Modul. Die Treiber werden direkt auf dein Schiff übertragen. Danke für das Geschäft. War mir ein Vergnügen. Pass auf dich auf, Adam. Was für ein crazy shit geht denn hier ab, ey? Willst du was von meinem Zeug kaufen? Niemand will was in Union kaufen. Mit dem ganzen Mist, den ich mit mir rumschleppe. Und es wird immer mehr Mist. Okay, das war's schon. Dann fliegen wir wieder zurück. Bist du es leid, schikaniert zu werden? Warum gönnst du dir dann nicht einen Sauver Pulse 9000? Was zum Teufel? Sauver Armament Group. Denn auch ein Verlierer hat einen guten Laser verdient. Was war das? Das Signal geht von meinen eigenen Systemen aus. Geschieht mir recht, wenn ich billigen Schrott von einem Hacker kaufe. Ich führe eine Diagnose durch. Versuche erneut zu sprengen. Das ist nicht wahr. Autsch! Meine Zähne! Nein! Tut mir leid, Kleiner, aber du hast Karies. Schon wieder? Oh, Scheiße, was zum Teufel. Sorge. Probiere Fußnax. Fußnax Handlotion. Deine Zähne haben es verdient. Was? Die Meldungen werden durch die neue Software ausgelöst. Kannst du sie abschalten? Nicht ohne das gesamte Paket zu löschen und den Verschlüsseler unbrauchbar zu machen. Ich muss noch einmal diesen Fallen Pango sprechen. So ein Quatsch, ey, das war ja klar. Hey, du hast mir nicht gesagt, dass der Verschlüsseler Werbung enthält. Wie ich schon sagte, ist sein Hauptbestandteil sehr selten. Nur so kann ich ihn günstig verkaufen. Wenn du nicht zahlen kannst, musst du entweder mit den Werbespots leben oder Ersatz finden. Über welche Art von Ersatz reden wir? Einen sehr alten. Wenn du Lust auf ein Abenteuer hast, reise zu diesen Koordinaten. Du erkennst sofort, was ich will, wenn du es siehst. Bis dahin entferne ich das billige Modul aus deinem Schiff. Schätze, ich habe keine andere Wahl. Ja, das war klar. Ich werde dir so schnell nicht verschwinden können. Würdest du sagen, dass du dich sorgen kannst? In manchen Fällen ja. Doch es gibt andere Umstände, in denen ich distanziert bleiben muss, um meine funktionelle Unversehrtheit zu bewahren. Also kannst du von Emotionen überwältigt werden, wenn ich das richtig verstehe. Half-Einheiten sind dafür bekannt, in manchen emotional aufwühlenden Situationen zu überladen und eine Art Nervenzusammenbruch zu erleiden. Ja. Interessant. Wahnsinnig faszinierend. Fantastisch. Das muss der Ort sein. Wohin führen die Koordinaten des Hackers?
zu einem Höhleneingang unterhalb. Noch eine Höhle. Hoffentlich diesmal ohne Krabbler. Der Eingang ist blockiert. Du brauchst einen Sprengsatz, um durchzukommen. Sind wir nicht eben an der GNB-Ausgrabungsstätte vorbeigeflogen? Ich wette, da kann ich mir einen ausleihen. Ich nehme an, einen stehlen wäre die passendere Formulierung. Das ist kein gewöhnlicher Bergbau. Hive, kannst du das sehen? Wenn du mit das die Bauten der Ancients vor uns meinst, hätte ich Informationen anzubieten. Man glaubt, dass die Ancients höhere Wesen und entfernte Verwandte der Orca waren, welche diese heute verehren. Sie herrschten über ein weitläufiges Reich, sind aber vor tausenden Jahren auf mysteriöse Weise aus den Geschichtsaufzeichnungen verschwunden. Das musst du mir nicht erzählen. Ich erinnere mich schmerzlich an frühere Begegnungen mit ihnen. Jean, wie sollte es besser wissen, als eine Begegnung mit einem Wächter der Ancients zu riskieren? Na, wo ist dieser Sprengstoff? Müsste das so langsam mal auftauchen. Wir haben doch schon alles abgeflogen hier. Entwende einen Sprengsatz. Wir müssen nur eins finden. Wahrscheinlich bin ich dran vorbeigeflogen, habe die gar nicht gesehen so richtig. Obwohl eigentlich werden die auch markiert. Bum, bum, bum. Oh. Coole Kettenreaktion. Da ist einer. Ein Terminal. Sehr gut. Der eine ist explodiert. Schießen ist nicht so gut mit dem Ding.
Das sollte reichen. Hast du Lust auf eine weitere Höhenerkundung, Hive? Ich habe keine Lust, sondern Modi. Aktiviere den Indoor-Navigationsmodus. Musst du denn immer gleich den Nörgel-Modus mit aktivieren? Du bist die nörgeligste KI, die ich kenne. Aktiviere Modus Pilot ignorieren. Rune des Ancients oder sowas. Was ist das? Sag du's mir? Darüber habe ich keine Daten. Das muss der Ort sein, den du für den Bovis-Hacker finden solltest. Ich fürchte, da hast du recht. Gibt es Anzeichen für ein unglaublich seltenes Objekt in der Nähe? Meine Sensoren registrieren hier drinnen nichts. Du scheinst auf dich allein gestellt zu sein. Siegel des Essiens. Es gibt einen Bossfight, oder? Könnte das so sein? Könnte das einen Bossfight geben? Würde ich jetzt mal schätzen. Ich schätze. Ha, das ist natürlich dumm. Das geht natürlich nicht, ne? Wir sind auf dem Planeten. Und der Planet hat definitiv eine Schwerkraft. Das Spiel hat seine Grenzen gefunden an diesen Geschichten. Naja. Wenn wir zum All wären, würde ich ja sagen, okay. Aber wir sind auf dem Planeten, ergo. Dürfte das eigentlich nicht passieren. Okay. So. Okay, ich habe mich wohl geirrt. Anscheinend hat der Planet ein Gravitationsfeld, aber der Planet ist so klein, dass das Gravitationsfeld nur sehr, sehr schwach ist. Ja, sehr, sehr schwach. Aber immerhin, sie haben ein Gravitationsfeld eingebaut. Ist hier irgendwo eine Anleitung zu den Dingern? Wahrscheinlich irgendwo eine Anleitung geben, wie die auszurichten sind. Mal sehen, was wir finden. Vielleicht auf deinen Stein selbst? Ne, ist immer dasselbe. Das ist es schon mal nicht. Irgendwo wird die Anleitung zu finden sein. Ah ja, hier, das sieht schon eher nach was aus.
Ist nur die Frage, was ist 1? Gilt das hierzu? Wir versuchen es mal so. Der hier zeigt mir einfach den hier. Also, dreh ich dich mal passend. Das wäre dann das, nehme ich an. Dann bist du das Z. Du bist auch so ein L. Und der letzte bist du. Du hast die Klammer. Und los geht's. Ein Wächter, ja. Es ist ein Boss, war klar. Was jetzt? Er scheint mit diesem Würfel zu verschmelzen. Zusammen. Ich empfehle, Abstand zu gewinnen. Puh, wir leben noch. Dieser Wächter war anders als die, denen wir früher begegnet sind. Er hat sich nämlich nicht posthum in ein schwarzes Loch verwandelt. Ja, ich erinnere mich. Gut, dass du mir den Weg zeigst. Bevor er sich auch noch erinnert. Ich wette 2 Millionen, dass der Hacker genau danach sucht. Zeit zu verschwinden, bevor noch ein Wächter auftaucht. Bringen wir das Ding zum Hacker und kommen nie wieder hierher zurück. Ganz meine Meinung. Jede Wette, dass der Hacker nicht das Ding braucht, um dieses Gerät zu bauen, das ist totaler Unsinn. Das war doch mal interessant. Aufzufallen, Bango. Das ist einfach nur, dass der das Ding wusste, dass es das gibt. Er es nicht holen kann. Er will es haben. Und das Ding, was er da diesen Dings zusammenschraube, dieses Teil-Ding, das macht er aus einer Füllermine und einer Büroklammer. Scheiß MacGyver, ey. Der Sack. Gucken wir uns das Ding mal eben kurz an. Besonderer Gegenstand. Artefakt der Essence. Sogar vom Cockpit aus kannst du seine Anwesenheit auf deinem Schiff spüren. Als ob jemand hinter dir sitzt und dir leise in den Nacken atmet. Cool. Cool. Hast du das hier gesucht? Du hast es gefunden. Tauschst du das gegen einen Materialverschlüsseler? Sicher. Aber bitte sei vorsichtig damit. Ich habe lange gebraucht, um ihn zu perfektionieren. Sag mal, bei all den Informationen, die du hortest, was kannst du mir über einen Mann namens Maddox erzählen? Ich nehme an, du beziehst dich auf Hanley Maddox. Der Kamerad von Dexter Bashar, dessen Signatur neben deiner gesendet wurde, als du von Bloodstar festgehalten wurdest. Genau den meine ich. Ich weiß nicht viel. Er ist sehr zurückhaltend und hat immer vermieden, mit mir zusammenzuarbeiten.
Soweit ich weiß, hat er im Krieg seinen Vorgesetzten umgebracht und ist jetzt auf der Suche nach etwas sehr Wertvollem. Aber die einzigen wirklich wertvollen Sachen sind diese uralten Artefakte der Ancients. Ancients, okay, sorry. Das, was du mir gerade gebracht hast. Uralt und gefährlich. Die Ocker bewachen diese Artefakte sehr streng. Übrigens, vielleicht interessiert es dich, dass sie bereits unterwegs sind. Wer? Die Ocker? Ja, eine Razzia auf Avonrest. Wird gerade auf einigen Wellenlängen gesendet. Da du von dort aus hierher geflogen bist, nehme ich an, dass sich dein Freund dort versteckt. Oh Mist, ich muss los. Schau mal wieder vorbei, Adam. Hast du noch was Cooles im Shop für mich? Ja, ich kaufe dir mal Plasma ab. Ich habe in letzter Zeit nämlich nichts mehr davon gefunden. Und ansonsten, oh guck mal, Schadensbegrenzer. Sind eigentlich recht wertvoll. Skorpion-Raketenwerfer, das ist super, die brauchen wir noch. Die müssen wir benutzen, um die Geschichte und ab die Post. Dann kann ich direkt mal bald mal, Skorpion-Raketenwerfer, kleine Kampfdrohnen damit zerstören, was ich sowieso noch machen soll. Laut den Herausforderungen soll ich ja 10 Drohnen mit Raketen zerstören. Maddox, melde dich, Maddox. Die Ocker sind auf dem Weg. Er antwortet nicht. Hoffentlich ignoriert er mich nur und die Ocker haben ihn noch nicht erwischt. Wups, da sind wir wieder. Er ist voll der Riesenkreuze der Ocker. Oh ja, das ist eine Ockerflotte. An alle Bewohner dieser Siedlung. Wir führen eine Routinedurchsuchung durch. Behindern Sie nicht unseren Zugang zu Lagereinrichtungen und Schiffen. Verdammt, die Ocker sind schon da. Ich muss zu Maddox Hangar und die Software übertragen, bevor sie ihn scannen können. Ihr habt keine Befugnis, einfach so bei uns reinzuplatzen. Wir sind eine friedliche Siedlung und haben uns an alle Vorschriften gehalten. Wir sind hier die Autorität. Wer unsere Ermittlungen behindert, wird hart bestraft. Du bist wieder da. Wenn die Ocker merken, was für ein Schiff ich hier habe, bin ich erledigt. Hast du den Verschlüsseler bekommen? Ja, ich übertrage ihn gerade. Gut, aber jetzt werden die Ocker wahrscheinlich eine Änderung im Register feststellen, sobald ich das ins System hochlade. Du musst sie mir so lange vom Hals halten, bis ich das ganze Ding zum Laufen gebracht habe. Ich weiß nicht, ob ich es mit den Ocker aufnehmen kann. Sie sind gleich da. Komm schon, Junge, wir sitzen im selben Boot. Sobald ich draußen bin, treffen wir uns wieder in der Rodia-Station, okay? Na gut, ziehen wir es durch. Okay. Soll ich jetzt gegen Ockers kämpfen? Kämpfe, bis Maddox wegspringen kann. Wir haben einen Registerwechsel bei einem ihrer Schiffe festgestellt. Einheiten zum Abfangen aktivieren. Prüft noch einmal. Keiner von meinen Leuten würde... Oh Mist, Maddox, du Idiot. Wir hätten dich nie aufnehmen sollen. Okay, Adam. Der Verschlüsseler fängt gerade an, meine Systeme zu überschreiben. Ich sollte bald starten können. Hier kommt die Echsenparade. Es sind so viele. Ich bin fast bereit zu springen. Nur noch ein bisschen. Komm schon, beeil dich, Maddox. Das Coole ist ja, dass die ganze Zeit auf meine Drohnen schießen wollen und nicht auf mich. Und irgendwie treffen die meine Drohnen nicht mal. Die sind halt total harmlos.
Und Level 10 nur außerdem. Zum Witz. Eine gute zur Schaustellung von Kampffähigkeiten. Danke. Zu schade, dass Sie mich nicht mehr hören. Lol. Die Mission hätte man schon längst machen können. Eins ist schon mal klar. Anhand der Level dieser Ockers bedeutet das, dass das Spiel nicht darauf aus ist, dass ihr erstmal die ganzen Nebenmissionen und so weiter macht, sondern ihr könntet eigentlich rein theoretisch direkt die Hauptquest in 1 durchlegen und alle Nebenquests und alles, was es sonst gibt, komplett ignorieren. Level 10. Die haben nur Level 10, das ist natürlich lächerlich. Mit Level 10 wird es natürlich auch schwerer bei der Menge an Ocker, aber... Ja. Auf der Basis. Was zum... Verdammt, es ist wieder dieser Kreuzer. Das Ausmaß an Schwierigkeiten, in denen du steckst, ist beispiellos. Mist, ich bin geliefert. Naja, das sagt er so ein bisschen emotionsloser, als das eigentlich sein müsste, ne? Die Szene war jetzt nicht gut gemacht. Sie sind wach. So sehen wir uns wieder, Mr. Roslin. Wer sind Sie? Haben wir das noch nicht? Ich kann das schon gar nicht mehr unterscheiden. So viele Begegnungen. Wie auch immer, ich bin mit der Roslin-Linie bestens vertraut. Mein Schiff ist in der Andok-Bucht. Die Verantwortlichen der Ocker haben es mir übergeben, zusammen mit Ihnen. Sie haben die Bloodstar-Basis überfallen? Ja, auf der Suche nach Ihnen. Es war nicht leicht, Sie zu finden. Sie brauchen mich noch, sonst wäre ich schon tot. Gut erkannt, Mr. Roslin. Eigentlich sollten Sie gar nicht existieren. Es war Teil meines Auftrags, jede Spur der Roslin-Klonanlagen in der DMZ auszulöschen. Hunderte von unberechenbaren Klonen trieben sich hier herum und haben Ärger gemacht. Jemand musste etwas dagegen tun. Ich bin, was ich bin. Erwarten Sie kein Mitleid von mir. Sie haben Glück, dass es momentan Dringenderes gibt. Öffne Akte G72844. Wissen Sie, wer das ist? Ja, Oscar Blakemore. Er ist der GNB-Direktor für die DMZ. Gut. Und das? Ich habe nur davon gehört. Die Vesna-Kolonie im Sarkov-System. Das regionale Hauptquartier von GNB. Gut. Sie scheinen sich ein wenig mit der Astropolitik in der DMZ auszukennen. Worum geht's hier überhaupt? Um Sie, Mr. Roslin. Das bin ich nicht. Nein, aber das ist Adam Roslin, Blakemores rechte Hand. Ich soll also er sein. Exakt. Sie müssen die Kolonie für mich als der andere Adam Roslin infiltrieren und mir einige Informationen beschaffen. Und im Gegenzug?
verschone ich ihre Basis. Ich lasse sie leben. Ich schätze, das reicht als Ansporn. Ich glaube, ich habe ihn schon mal gesehen. Wann? Vor kurzem, beim Sprungtor in Union Bridge. Er muss es gewesen sein. Es sind nur noch 2 Klone am Leben. Nur 2? Richtig. Die Klonanlagen sind schon länger offline und viele Klone wurden beim Versuch, die Heimatwelten zu erreichen, erkannt und aufgehalten. Das konnten wir schließlich nicht zulassen. Und jetzt gibt es nur noch den Adam Roslin, der ein Agent für GNB ist, und den, der vor mir sitzt und den ich noch nicht so ganz durchschauen kann. Sie sind in einer schwierigen Lage. Ihnen sollte klar werden, auf wessen Seite sie stehen. Sie könnten sich rehabilitieren und wir lassen sie in Ruhe. Oder ich setze sie und ihre Crew auf unsere Abschussliste ganz nach oben. Was darf es sein? Ich nehme die vernünftige Option. Gut. Ich habe einen Insider in der Bergbaukolonie. Sie wird Ihnen alles erklären. Also, haben wir eine Abmachung? Haben wir. Ich freue mich, dass sich unsere kleine Diskussion als konstruktiv erwiesen hat. Sie können das Sprungtor zum Sarkov-System, wo sich die Vesna Bergbaukolonie befindet, nicht benutzen. Sie würden sofort entdeckt werden. Ich habe von der Schmugglerroute gehört. Ich kenne jemanden, der mich durchbringen kann. Natürlich kennen Sie jemanden. Unser Agent schickt Ihnen Anweisungen, sobald Sie im System sind. Meine Leute haben weitere Anweisungen auf ihre Hive-Einheit geladen. Sie brauchen noch etwas Nachhilfe, um den anderen Roslin überzeugend darzustellen. Solange herrscht zwischen uns Funkstille, bis die Aufgabe erledigt ist. Wenn sie entdeckt werden, streite ich jedes Wissen über ihre Existenz ab. Und als flüchtigen Roslin-Klon muss ich sie zur Strecke bringen. Ich habe nicht die Absicht, mich erwischen zu lassen. Ein kolonialer Kreuzer in der Nähe deiner Heimatbasis könnte auf deine Freunde dort etwas irritierend wirken. Du hast recht. Ich sollte besser nach ihnen sehen. Ja, sehr schön. Schicker Kreuzer, oder? Ein schicker Kreuzer. Wir gucken mal kurz ins Inventar. Okay, gibt es sonst irgendwie was Wichtiges für uns, was wir upgraden können oder ändern können? Sind wir schon Level 20? Nein, wir sind Level 17. Wir müssen noch ein bisschen warten. Sehr schön. Ich denke mal, als nächstes dauert es nicht so lange, dann können wir ins... Achso, wir können dann ins Tarkov-System. Das ist das nächste, ja? Welches wird wohl das letzte System sein? Tarkov. Das wird das nächste sein, so wie sich das angehört hat. Boah, ich habe jetzt schon, ich habe beide Systeme komplett abgegrast, mal abgesehen von diesen Rennen. Und das hat schon richtig viel Zeit gefressen. Ich kann gar nicht genau sagen, wie viel Zeit. Muss mal gucken. Wie lange sind wir jetzt dabei? 31 Stunden sind wir jetzt dabei. Also das ist schon... Also wenn man wirklich alles abgrasen will, dann ist man ganz schön lange beschäftigt mit dem Game. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wobei manche von diesen Missionen sind auch eher... Naja, egal. Weiter geht's. Oh, ich würde sagen, fast 50 Minuten. Wir machen hier Cut. Und dann geht's in der nächsten Folge wieder weiter. Mit Everspace 2. Ich kann sowieso gerade nicht speichern. Speichern ist nicht möglich, wenn Feinde in der Nähe sind. Was für Feinde? Naja, gut. Egal. Dann geht's halt noch weiter. Ich kann nie Cut machen, wenn ich das will. Ich kann nichts dafür, dass die Folgen so lang sind. Adam, was zur Hölle ist hier los? Warum parkt ein fetter kolonialer Kreuzer vor unserer Tür? Wir haben für den Heimweg eine kleine Fahrgemeinschaft gebildet. Ich weiß, es sieht schlecht aus, aber vielleicht lässt sich das zu unserem Vorteil nutzen. Das Wichtigste zuerst. Ist Maddox aufgetaucht? Hey, Level 18. Du erwartest noch mehr Gäste? Eigentlich schon, aber vielleicht war es zu viel erwartet, dass ein Söldner wie Maddox sein Wort halten würde. Die Umstände haben sich geändert. Ich stecke jetzt in einer echten Zwickmühle. Ich muss einen streng geheimen Auftrag erledigen. Gelingt mir das, sollten wir von der kolonialen Flotte sowas wie eine Begnadigung bekommen. Aber ich weiß nicht, wie weit die geht und ob ich diesem Commissioner trauen kann. Verdammt, Adam! In was hast du uns da reingeritten? Hey, Alec! Als ich den roten Plasma-Gin abgeliefert habe, hast du eine offene Schmugglerroute nach Sarkov erwähnt. Wo befindet die sich? Keine Ahnung, aber wenn es jemand weiß, dann sicher Tarjek, dieser Ocker-Schmuggler. Okay, ich mache mich auf den Weg zu Cartwright's Wake, um ihn zu treffen. Kann sein, dass du eine Weile nichts von mir hörst. Wenn Maddox auftaucht, sag ihm, er soll abwarten. Wir halten die Stellung. Sag uns Bescheid, wenn du Hilfe brauchst.
Neue Mission, der Wirbel. Ja, aber hier gibt es jetzt die Pause-Taste und den Speicherpunkt. Ja, sehr schön, alles klar. Okay, Freunde. Ich sage wie immer Dankeschön fürs Zugucken. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Everspace 2 wieder. Haut rein und bis dann.